Hallo und herzlich willkommen bei diesem ersten Unboxing des GFCGs. Wir beschäftigen uns heute mit der Sidewinder X4 von Microsoft, einer Gaming-Tastatur. Die zeichnet sich vor allem aus durch Anti-Ghosting, Hintergrundbeleuchtung und Makro-Tasten. Die ist derzeit relativ günstig zu bekommen. Und das ist nochmal der Name, Sidewinder X4 Keyboard, also Tastatur. Und so sieht sie von hinten aus. Wir sehen hier einmal die Makro-Tasten. Das geht dann von S1 bis S6, also 6 Stück. Die könnt ihr dreifach mit dieser Taste belegen. Habt hier die Aufzeichnungstaste. Habt hier den Index, welche Belegung ihr derzeit offen habt. Habt hier Media-Tasten, Pause, Play, Vor, Zurück, Mute, Lauter, Leiser und natürlich die Helligkeitssteuerung. Hier habt ihr die normalen Index-Tasten wie Numpad, Umschalt und so weiter. Und ihr habt, wie ihr seht, eine Hintergrundbeleuchtung. Was sagt denn Microsoft selbst über das Produkt? Also erstmal sagen sie erweiterte Anti-Ghosting-Funktion. Drücken sie problemlos bis zu 26 Tasten gleichzeitig. Sie sagen, dass man den Modus wechseln kann. Sie sagen, dass es einen automatischen Profilwechsel für das jeweilige Spiel gibt. Es gibt programmierbare Makro-Tasten. Es gibt eine Makro-Aufzeichnung während des Spiels. Es gibt die Makro-Wiederholung. Es gibt, wie gesagt, die beleuchteten Tasten, die Mediatasten und die Lautstärke-Steuerung und 3 Jahre begrenzte Garantie. Wollen wir jetzt aber direkt zum interessanten Teil, nämlich dem Auspacken, und wollen wir uns mal das Produkt anschauen. Wir machen also hier seitlich auf. Klebeband haben wir schon mal für uns gelöst für dieses Video. Angeschlossen wird sie über USB. Und ja, da haben wir hier diese Lasche. Und da sollten wir sie jetzt rausziehen können. Und ja, Microsoft hat sich eine gute und feste Verpackung gegönnt. Oh, willst du wohl? Scheiße, sie klemmt! Machen wir einfach eine Cut, oder? Hier ist noch was, ich drück's. Wir cutten nicht! So, so sieht also die Verpackung dann aus. Hier. Und machen wir nochmal auf. Hier haben wir dann, wie üblicherweise, die Treiber in einer schön gefalteten Box hier. Können wir dann hier aufmachen. Was haben wir denn? Den Quick Start Guide, Microsoft Sidewinder X4 Keyboard. Und da seht ihr, wie man die in einen USB-Port einsteckt, falls das noch nicht bekannt ist. Zuerst sollt ihr aber die Software einlegen. Und ja, dann nochmal die Funktionstasten, aber das könnt ihr dann selber ausprobieren, wenn ihr euch sie kauft. Wir haben hier die Treiber-CD mit 7.1 drauf, IntelliTime Pro. Garantiebestimmung und den Produktguide. Jetzt aber zum interessanten Teil, nämlich zur Tastatur an sich selbst. Die ist hier in dieser Folie mit dem USB-Kabel, das leider nicht vergoldet ist, aber ansonsten einen sehr guten Eindruck macht und auch schön lang ist. Nehmen wir das mal an die Seite und schauen uns die an. Ich mache erstmal hier die Folie ab. Ist alles sehr gut eingepackt. Und ja, hier ist dann auch so eine Schutzfolie drauf. Was haben wir hier? Wie gesagt, die Makro-Taste, die Mehrfachbelegung, die Rekordtaste, Play-Pause, Zurück-Vor, Mute, leiser-lauter, Beleuchtungsstufe, geht wohl in 3 Stufen und eine Taschenrechner-Taste. Also ihr könnt den Calculator über diese Taste direkt öffnen. Ist ganz praktisch. Und ja, was haben wir noch? Wir haben hier die Handflächenauflage. Die ist leicht rau, das sieht man öfters nicht. Vielleicht kriegen wir sie ein bisschen dichter ran, kriegen wir es scharf. Wenn nicht, also sie ist etwas rauer, das heißt, man rutscht da nicht so leicht ab. Macht insgesamt einen sehr guten Eindruck. Das Microsoft-Logo wird hintergrundbeleuchtet sein. Die Tasten machen insgesamt einen sehr guten Eindruck. Und was auch sehr schön ist, also man hat ja auf J und F immer die Markierung für 10 Finger blind. Die haben wir hier auch auf der W-Taste. Das heißt, man findet auch die W-Taste sehr leicht und kann diese auch orten per Gefühl. Das gleiche haben wir nochmal auf S2, S4 und S6. Also sind auch alle nochmal zu erfüllen. Ja, ansonsten schön kompakt, optisch sehr schön. Eine sehr schöne Tastatur und mehr dazu gleich, wenn sie angeschlossen ist.
Willkommen im zweiten Teil. Vor uns sehen wir jetzt unseren Desktop. Und ja, wie ihr seht, haben wir das Microsoft IntelliType Pro 8.2 Setup geöffnet, welches automatisch über Windows Update geöffnet wird, wenn ihr die Tastatur anschließt. Das heißt, die 7.1 CD lasst ihr mal besser einfach so im Karton, denn sonst müsstet ihr direkt wieder updaten. Wir führen uns jetzt selbst kurz durch die Installationsvorgänge und zeigen euch das dabei und zeigen euch dann, was wir so mit der Software alles anfangen können. Natürlich müssen wir hier diesen typischen Verträgen zustimmen, die wir alle sorgfältig lesen. Das steht hier extra wichtig, bitte sorgfältig lesen. Und das machen wir jetzt erstmal. Weiter. Und wir werden dann gefragt, ob wir am Consumer oder Customer Experience Improvement Program teilnehmen, welches wichtige Informationen zur Computerhardware aufzeichnet. Das machen wir natürlich nicht und wir haken den oberen Haken an, der uns erlaubt, immer die aktuellste Version zu downzuladen der Software. Allen unteren lassen wir weg. Wir klicken dann auf Weiter und dann wird der Treiber auch schon installiert. Und das spulen wir jetzt ein bisschen vor. Seht ihr, das war doch vorgespult. Und dann klicken wir hier einfach auf Fertigstellen und die Software ist installiert und startet auch schon. Hier bekommt ihr erstmal die Hilfe und die erklärt uns nochmal die einzelnen Tasten. Und damit ist die Software auch schon installiert. Wir müssen sie jetzt nur noch öffnen und die finden wir da. Hier unten direkt drin, da können wir die dann einstellen. Wir können hier zum Beispiel die Wiedergabe- und Pause-Taste einstellen, Beschreibung, und wir können sie hier konfigurieren. Standardeinstellung ist natürlich, gibt den Medientitel wieder und hält ihn an. Und wir können dann natürlich alles umstellen, aus einer Befehlsliste wählen, Programm, Website oder die Datei starten. Oder wir können die Verwendung dieser Taste deaktivieren. Das heißt, ihr habt hier Konfigurationsmöglichkeiten, die es euch erlauben, auch euer Lieblingsspiel auf die Taschenrechner-Taste zu legen, die zum Beispiel hier ist. Die könnten wir dann zum Beispiel unser GTA 4 drauflegen oder sonstiges. Am besten wäre natürlich Minecraft, der direkt auf unseren Server connected. Aber haben wir nicht, machen wir nicht. Ja, also das sind die ersten Optionen. Ihr könnt hier die jeweiligen Tasten belegen. Ihr könnt auch hier nochmal die Sonderfunktion belegen. Hier bekommt ihr Informationen über eure Tastatur. Halt ist die X hier. Hier könnt ihr die Geschwindigkeit eintippen. Dort lasst ihr am besten alles so, außer ihr habt irgendwelche Probleme. Ja, und das war's schon fast aus dieser Software. Ihr habt hier natürlich nochmal die Einstellungen für die verschiedenen Einstellungsmodi, also die ihr über die Schnellwahltaste einstellt. Und hier unten macht ihr die Makrozuweisung. Naja, ich wünsche euch was. Mein Name ist Joni Toni und ich bin jetzt hier raus.